Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play DuckTales Remastered Wii U Version German Part Nr. 11 sind wir schon angekommen und ja, es gibt nur noch ein Level zu machen und zwar den Mond, was wir jetzt auch angehen werden. Ich bin bei euer Nintendo und Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt sehen wir erstmal das Gelabere in dem Level Mond. It's a long way to the moon, lads, but the green cheese of longevity will make it worth the trip. Hop! Up and away! Das sah schon mal fett aus, die Rakete. So, dann schauen wir mal, wie das Level wird. Auf jeden Fall, die Musik ist schon mal geil. Ich habe mir die vorher schon sehr oft angehört. Ich glaube, zumindest 5 Stunden schon oder so. Aber die Musik ist einfach nur göttlich. Aber werden wir ja gleich sehen. Hören. Gosh, Mr. McDuck, I've never been to the moon before. Well, when it comes to space cadets, Fenton, you're a natural. Now, Gyro, why in blazes are we chewing this awful blue muck? Why, that's Oxy-Chew, Mr. McDuck. It's my latest invention, oxygen-flavored taffy. 5 good chews and you can breathe on the lunar surface without a spacesuit. Oh, and it tastes great, too. That, Gyro, is a matter of opinion. Now, which way to the green cheese? What do you mean? Isn't it all around us? Yeah? How do you figure? Everybody knows the whole moon's made of green cheese. Well, that's what my dear mama said. And did it take a feather brain like you to believe her? Ugh, sometimes I don't know what I'm gonna... Wait, what's that? Look, here's someone who can give us directions. Hello? Ah. Mr. McDuck! Help! Oh no! We've got to save him! Do we really? We do if you want to find that treasure of yours, Mr. McDuck. Fenton was carrying the Gizmo Duck suit. That's the only thing we've got powerful enough to break into the moon vault. All right, fine. Stay here and guard the supplies while I look for that bumbling bookkeeper. Okay, auch oh, schon wieder richtig geil. So Leute, wir haben 5 Herzen und... Oh, die Musik! Die Musik! So schön! Oh yeah! Okay, das war schon mal nix. Oh, die Musik, Leute! Die ist so geil! Die ist so geil. Geil, geil. Tschüss, weg. Ah, okay, das sind so Kampfroboter. Gehst du wohl hier bitte wieder in den Dingsmodus? Dankeschön. Na gut. Sieht noch nicht allzu schwer aus, aber ist ja auch jetzt das letzte Level. Oh, okay. Zwischensequenz. Why, that looks like the same spaceship that took off with Fenton. Ah, das ist ja auch cool jetzt. I guess this means I'm invited on board. Das ist cool auf jeden Fall. Oh ja, der war natürlich sehr schlau, der Potter. Schauen wir mal hier oben, was der gibt. Oha. Oh, die sehen so geil aus. So, aber erstmal muss ich noch kurz auf Cut-Modus umstellen. Okay, gut. Das sieht groß aus. Was ich auch irgendwie, glaube ich, interessant finde, bei der Wii U... Oh, ah, okay, das tut weh. Gut wissen. Bei der Wii U-Version ist das Ganze wohl so, dass die komplette Karte gar nicht, glaube ich, aufgedeckt wird. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Konsolen und so aussieht. Aber mir ist so aufgefallen, bei der PC-Version war mal die komplette Karte offen. Oder ist es vielleicht nur, weil ich den leichten Spielmodus gesehen habe. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Kann ja sein, aber leicht, also auf leicht, ist das ganz echt viel leichter. Und okay, zack, 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 zack. Eis und fertig und perfekt. Okay. Vielleicht ist das ja auch nur im leichten Spielmodus so und ich bin so, also, ja. Der leichte ist echt, da hätte ich gar nicht runtergemusst. Blöd. Weg mit dir. Aber gut, dass ich lieber hier den normalen Modus spiele, auch wenn das ein bisschen halt schwerer ist. Aber das macht schon viel mehr Spaß, als wenn man so leicht spielt. Und das sieht echt viel zu leicht aus, weil ich das schon so gesehen habe. Vor allem, man hat einfach mal 0 Leben. Also das heißt, was war, aua, unendlich. Was natürlich sehr toll ist. Komm mal weg da.
Aua. Ah. Oh, Jung. Geh in den Pogo-Modus. Dass das manchmal nicht macht, das ist so nervig. Weg mit dir. Wo geht's hier hin? Aua. Wieso? Ich hab doch... Achso, ich war in der Ecke gekommen. Gibt's hier irgendwas? Nö. Und wieder zurück. Okay. Dann gehen wir jetzt mal wieder raus hier. Ich habe nur noch ein Leben. Das ist fies. Das ist richtig fies. Ja, genau. Sonst geht's euch gut, ne? Weg mit dir. Oh, diese Ecken, ne? Dass er da mal aufhört zu springen. Schlimm. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. Ja, das sieht hier echt noch einfach aus. Oh, die Musik, so geil. Ich freue mich gerade vor auf die Musik. Was ist das hier? Okay. Da macht man nichts dran. Vielleicht komme ich hier später noch das Raumschiff hin, aber hier ist so erstmal Sackgasse. Vielleicht kann man das irgendwie eindrücken. Nicht wirklich, leider. Okay. Ah. Gut, dann müssen wir erstmal weiter am Raumschiff machen. Weg mit dir. Hier hin. Ah, das sieht noch einfach aus, das Level. Wo es natürlich sehr viele Gegner wieder hat. Aua. Ja. Da habe ich wieder vergessen zu warten. Gibt es hier so ein Eis? Eis wäre schön. Na los. Kein Eis für mich. Oh, ich wollte doch gerade oben ran. Okay, das war das nur das Leben. Oh, Alter. Das ist doch sowas von fies hier. Boah. Rüber. Weg mit dir. Ran hier. Mal gucken, wo können wir denn hier lang? Also, das scheint auf jeden Fall wieder so eine kleine, ein kleines Labyrinth zu sein. Na schon, mal hier können wir ja noch weiter. Ja, das war natürlich... Weg mit dir. Oh, da unten ist was. Blast me bagpipes. A piece of Gizmo Duck suit. Oh, if only I had a way to open this door. Gizmo Duck heißt also der Anzug, okay. Kann man hier rüber? Kann man, okay. Okay, hier geht's erstmal nicht weiter. Oh, das sieht aber groß aus, das Level, sei euch Leute, auf der Karte. Hier so ein paar kleine Edelsteine. Ja, unwichtig jetzt, sagen wir mal. Hier ist ein Hebel und eine Maus. Oh, schade, der Hebel macht nichts. Wäre cool gewesen, wenn er hier... da ist er ja. Aber hier ist ein Button, ein Knopf oder was. Fenton, get down from there and stop embarrassing yourself. Mr. McDuck! Thank goodness you're here! I think those aliens wanted to suck out my brain and make an army of Fenton clones. Bah, they'd soon learn that one of you is one too many. Now, help me find a security override so we can get to your Gizmo Duck suit. You mean this? Security system disengaged. Fenton, you're a genius! Gee, Mr. McDuck, do you mean it? Oops. Warning, damage report. Artificial gravity system is offline. Fenton, you're a nincompoop. You broke the gravity controls. Not to worry. I'll have it fixed in a jiffy. I got a level 3 certificate of technology from Happy Ducky University, you know. Oh, no you don't. You'll probably slam into the self-destruct button too. I'll get us out of this. Geil, ist das jetzt echt so cool. Oh. Ah, wir können jetzt die Hebel aktivieren. Das ist ja cool. Ah, okay. War nur kurz. All systems normal. Nice work, Mr. McDuck. Now, let's go get my Gizmo Duck suit. Not so fast, Dunderhead. You go wait with Gyro. I'll find a Gizmo Duck suit myself. Oh, das war schade, dass das nur so kurz ging. Ich hätte auch gerne länger gekonnt. Na gut. Da macht man erstmal nichts. So, jetzt erstmal hier schauen, was gibt's denn hier so Schönes? Ganz viele schöne Sachen, Mensch. Das macht nichts. Das macht aber bestimmt die Kiste. Oh, Kuchen. Perfekt. So, dann schauen wir mal. Wir müssen jetzt runter für den einen Teil. Das eine Teil hier. Oh, jetzt wäre die... Weg mit dir, genau. Einmal Teil her damit. It's Gizmo Duck's helmet. Oh, if I didn't know better, I'd swear Fenton actually gets smarter when he wears this thing.
Maybe I'm a wee bit too hard on the lad. Now, only 2 more parts to find and we can break into that moon vault. Alter, die Musik, ne? So schön, so gut. Ein Teil haben wir schon mal vom Gizmoduck-Anzug, das sich etwas komisch anhört. Ich meine, ich hätte nie Gizmoduck in der Serie gehört. Ich meine, das heißt eigentlich Kraftbumm, das ist ja Kraftbummente. Warum dann eigentlich... Hätte es eigentlich Kraftbummentenanzug sein sollen oder nicht? Naja, egal. Ist das hier? Nix. So, ich will den hier gerne besiegen. Komm her. Gut, war nix. So, schauen wir mal, gehen wir jetzt mal links oder rechts, gibt es ja hier so 1000 Mägel. Oh Gott, das ist ja nicht du. Weg mit dir. Boah, komm nochmal. Weg mit dir. Oh, hier kommt nochmal der nah. Der nervige. Aua. Ja, okay. Boah, ich würde aber gern hin, ne? Das reizt mich da gerade. Aua. Ja. Weg mit dir. Hier würde ich gern hin. Auf, eine Kiste. Ganz toll. Und dafür will ich eh nochmal sterben, weil ich nur Leben habe. Oh, Eis ist schön. Was haben wir hier? Au. Rot, okay. Haben wir hier noch weitergehen links? Obwohl, ne, jetzt Gold nicht mehr weiter. Ne. Eis zu. Och, nö, das ist die Krake wieder da. Kann man hier auch? Nö. So, hier hoch. Oh, das sieht so geil aus, alles hier. Dann schauen wir hier, zack, zack, zack. Da geht's auch nicht weiter. Ja, das ist echt schon eng hier. Die Kraken sehen cool aus. Okay, da kannst du nur mit Pogo-Aua-Action machen. Weg mit dir. Genau, der nervige Typ hier. Bringt der was? Ja, einen großen roten Edelstein. Okay, hier geht's hoch, hoch, hoch. Aber das Level sieht schon schwerer aus, geht aber. Noch, würde ich mal so sagen. Hier ist eine Kiste. Die hätte ich gern. Komm, essen. Oh, Kuchen, noch geiler. Weg mit dir. Weg mit dir. Weg mit dir. Dankeschön. Looks like I found Gizmoduck's armored suit. It's a good thing Gyro rigged up this hyperspace pocket for me to carry things around in. Now just one more part to find and I can get off this flying monstrosity. Ja, gut, ein Teil fehlt noch. Das sehen wir auf der Karte, ist hier auf der anderen Seite. Wenn man jetzt hier weitergehen könnte, wären wir sofort da. Geht aber leider nicht. Das heißt, wir müssen aber den ganzen Weg zurück. Jupp. So ist es leider, das heißt, hier runter. Einmal hier komplett runter. Boah, das ist so fies manchmal. Geh weg da. Weg da. Hier runter. Genau. Weg mit dir. Oh, es kommt nochmal hier so nervige Ente. Wer das wohl ist, das frage ich mich ja so ein bisschen. Weg mit dir. Gut, jetzt geht's hier weiter. Hier waren wir nämlich noch nicht. Aua. Weg mit dir. Oh, was gibt's denn hier Schönes? Kisten, Mensch. Soll ich da wirklich runter? Ach, ich lasse es lieber. Aber irgendwann muss es ja wohl da unten gehen. Aber gut, erstmal egal. Das ist jetzt erstmal... Oh, Kiste, hi. Wie geht's dir? So. Das ist erstmal zweitrangig. Boah, die Musik, Leute. So geil. So geil. Oh, Kuchen. Boah, die sind ja aber richtig nett, was Energie angeht hier. Das muss man denen lassen. Weg, weg. Okay, da, aber gut, geht auch so. Ja, oben ist man gleich wieder hin. Okay, warum geht's hier nicht weiter? Okay. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Doch, das geht noch. Ja. Perfekt, perfekt, perfekt. Ne, das wollten wir nicht, sondern hier. Zick, zack, so. So, da geht's nicht weiter. Ist auch nicht weiter. Mensch. Überall geht's nicht weiter. Oh, Eis und nochmal hier rot. Geht's hier weiter? Auch nicht. Schade. Ja, muss aber irgendwo wieder das extra jetzt geben in diesem Level. Mal schauen, wann das kommt noch. Also, hier geht's hoch. Oha. Tja,
Aber jetzt kann ich einfach weitergehen, aber ich frage mich hier, was hier ist in diesem Level. Ein Eis. Sehr viel Eis. Aua. Ich weiß auch schon, warum dieses Eis da war. Ja, super. Und hier gibt es kein Eis. Ah, doch. Schön. Oh, da kann man hoch. Oh, Geheimgang. Oh, Frieda. Mensch. Mrs. Bigley, what are you doing here? Someone has to make sure you get your daily nutrients, Mr. McDuck. Marvelous job, as usual, Mrs. Bigley. All right, then. Goodbye, Mr. McDuck. I'll see you back in Duckburg. Ja, das hat sich mal gelohnt, würde ich sagen. Dafür gibt es ein extra Leben und wieder ganz viel Essen. Oh, yeah. Aber ich würde vorschlagen, Leute, das war es erstmal von diesem Part Nummer 11 hier. Wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play DuckTales Remastered Wii U Version German Part Nummer 12. Sehen wir uns dann wieder. Bis dahin sage ich Ciao, euer Nenyoshi Tendo.